Ja, Pascal, es fing so gut an. Was eine erste Halbzeit, Defensive und Offensive top. Was ist dann passiert? Ja, gute Frage. Wir haben eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Haben heute mal ein bisschen offensiver gespielt mit einer neuen Formation, mit zwei Spitzen. Im Vergleich zu den letzten Spielen, wo wir ein bisschen defensiver aufgepasst haben. Ja, wir kriegen dann das 2-1, was nicht einfach ist für die Moral. Dann relativ schnell das 2-2. Haben dann eigentlich schnell gemerkt, dass wir in der Verlängerung Gas geben müssen. Dann kriegen wir die gelb-rote Karte und dann wird es natürlich nicht einfacher. Und letztendlich sind wir ausgeschieden und es ist natürlich nach eigentlich einem guten Spiel sehr bitter. Emotional waren es ja auch Up and Downs. Also es ging los mit dem 1-0 von Marius. Was ging da an dir vor? Ja, wir kennen uns ja schon ewig lang. Ich habe gewusst, dass er den da hinspielen würde und bin froh, dass er gut gekommen ist. Und dann das 2-0 von Piotek, was auch gut war, gut rausgespielt. Ja, aber letztendlich sind wir ausgeschieden. Was nimmt man vielleicht trotzdem aus dem Spiel mit, auch wenn es schwer ist? Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Standen relativ lange defensiv gut, haben vorne immer gute Akzente setzen können und darauf können wir aufbauen. Wir haben jetzt Samstag wieder ein wichtiges Spiel gegen Mainz und da müssen wir schauen, dass wir es wieder umsetzen. Ja, was ein Spiel. Überragendes Spiel von dir selber, aber trotzdem am Ende steht es 3-2. Was ist dein Fazit? Hey, was ist das Fazit? Erstmal, erste Halbzeit überragend, zwei schöne Tore. Wir machen das perfekt. Auch lange zweite Halbzeit auch perfekt gespielt. Ja, da kommt eine Tore vom Nix und da kommt zweite Tore vom Nix. Und das tut richtig weh. Was ist denn auch der Knackpunkt? Also fällt deswegen das Spiel? Ja klar, also Tore, entscheidendes Spiel. Dann haben wir 2-2 kurz zum Schluss, dann klar. Dann hast du immer Chance, immer Möglichkeiten. Wir hatten einen am Linie her, kurz vom 3-2 da. So, dann könnte das Spiel anders aussehen. Aber ja klar, es war viel zu einfache Tore einfach. Die erste und das zweite. Nimmt man trotzdem irgendwas mit oder ist das jetzt emotional überragt? Ja, gute Frage. Ja, ich muss einfach weiter. Das ist so. Jetzt ist es ein bisschen schwer. Danke, Per. What a crime of the DFB-Pokal on your first beginning game and your first goal. What are your feelings right now? I feel good. I came here to score goals because I am a striker. And okay, well, I scored the goals, but difficult moment because we lose the match. Not lucky, and we will see. We're waiting for the next matches. Why do you think we lost this game? After 75 minutes we were 2-0 in the lead and then 2-2, 3-2? Yeah, it's difficult to say now something about the match because we are after a few minutes. I don't know, difficult moment, but we play in Saturday next match and important is keep going and head up. How hard it is to keep the head up now or not keep the head up, to put the head up? Yeah, this is football. Sometimes we lose, sometimes we win. Today was not bad match for us, but we lose. We will see next matches we have, and I hope we will win. Okay, hard game today, but the next pistols then on Saturday. So see you then. Yeah, thank you. Thanks. Yannick, ganz, ganz bitter. Wie fällt dein Fazit aus? Gute erste Halbzeit. Echt gut gespielt, auch spielerisch, haben uns oft auch gut befreit. Wir haben ein bisschen zweite Halbzeit den Faden verloren. Ich glaube auch durch das Tor sind wir ein bisschen tiefer gerückt, ein bisschen die Zweikämpfe so hundertprozentig vermissen lassen. War ein bisschen schade, dann sind sie mit der Schippe hinten rein, haben sie uns dann schon so ein bisschen in den Zahn gezogen. Das war dann blöd. Sind dann noch in die Verlängerung gekommen. Ja, da hatten sie schon auch die besseren Chancen, muss man ja ehrlich sagen. Wir haben schon gehofft, dass wir in Unterzahl auch, dass wir einfach gut stehen und dann unsere Chancen bekommen. Aber ja, das war leider nicht so. Wenn man dann auch in Unterzahl ein bisschen Risiko eingeht, muss man dann auch damit rechnen, dass hinten auch mal gefährlich sein kann. Das war leider so und dann geht er wieder so beschissen rein. Das, ja, ist scheiße, aber das muss man akzeptieren. War denn das Emotionale dann am Ende der Knackpunkt, wenn man bis zur 75. Minute an sich in der Offensive und Defensive top gestanden hat eigentlich? Das sah nach einem sicheren Sieg aus und dann fängt man sich noch zwei Tore. Ja, es ist immer 2-0 ist immer blöd. Ne? Also wer das immer mal erlebt hat, wenn du dann eins bekommst, dann denkst,
schaltet sich der Kopf ein. Und deswegen muss man eigentlich so lange wie möglich das 2-0 halten. Das haben wir auch probiert, hat auch relativ lange funktioniert, aber das Zweite, das ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, was war, 82. oder sowas. Das ist einfach kacke, dass das dann noch fällt. Rune ist dann auch noch dran bei beiden. Und an einem anderen Tag geht er nicht rein. Und es geht jetzt einfach so schwer, es fällt, zu akzeptieren und einfach weiter nach vorne zu schauen. Gegen Mainz dann am Samstag. Danke, Nick.